Was geht ab hier zurück zu Planet Coaster? Yay! Was soll es auch anders sein in der Planet Coaster Woche? Wo nur Planet Coaster kommt. Und nichts anderes. Muhaha. Na gut, machen wir wieder auf Pause hier. Ach, schön, Sandbox-Modus. Brauchen wir keine Sorgen mit Geld haben. Hatte ich aber letzte Zeit beim Challenge-Modus auch nicht mehr. Da ich da nur relativ billig baue. Heißt jetzt nicht, dass das qualitativ minderwertig ist, aber ist halt billig. Klappt das ja ganz gut mit dem Geld, da komme ich eigentlich ganz gut hin. Mal gucken, ob das in Zukunft auch so bleiben wird. Hier brauchen wir einfach drauf los, fröhlich. Gucken, ob die Häuser irgendwie was wären. Das sieht interessant aus bis jetzt. Ja, gucken, ob es das so bleibt. Also interessant aussehen wird es bestimmt danach auch noch. Muss ich mal schauen, wie ich das ganze Projekt hier zu Ende bringe. Können wir mal gucken, was wir noch so ransetzen. Feines. Denke, ein paar Säulen wollte ich ja noch bauen. Allgemein diese Ummantelung mit dem Stein, geriffelten Stein hier. Und ansonsten, ja, das wird schon wieder alles sein, weil die Stunde, die geht, vergeht so schnell. Ich sehe das in 8-mal Beschleunigung, 8-facher Beschleunigung. Besseres Deutsch. Bin ich behindert? Besseres Deutsch. Das S will auch nicht so richtig heute. Na gut. Würde ich einfach mal sagen, es geht jetzt los. Wenn ich Lust habe, auf den Aufnahme-Button zu klicken. Ja, habe ich die? Ja, komm, es geht jetzt los.
So, zum Ende der Folge bin ich natürlich auch mal wieder da. Persönlich mit meiner Stimme. Wir haben, na gut, sieht wieder nicht so viel aus, aber wir haben ein bisschen was geschafft. Ist mehr wie Inneneinrichtung, nur außen, also Fassadeneinrichtung. War ein bisschen Aufwand, ihr habt gesehen, hier unten hatte ich ja diese Leiste gemacht aus diesem Fensterrahmen. Ich wollte halt ganz so eine schöne Holzmusterungsleiste. Die gibt es halt an sich nicht. Deswegen musste ich das so machen. Dann, ja, schön ausgekleidet. Ich finde noch, dass hier unten sogar ziemlich gut gelungen. Am schwersten war es natürlich, so einen Holzstab mit Seil oder sowas zu finden. Ich wollte eigentlich nur ein Seil, dass das dranhängt, aber das gibt es ja alles nicht. Habe ich das jetzt so gelöst, das geht auch mal noch. Hat halt nur das Problem, dass man hinten halt noch viel dranhängt. Muss mal gucken, wie wir das dann wegkriegen. Und hier oben haben wir dann halt nicht mehr so viel Platz für den Balkon. Ja, den Balkon haben wir auch gebaut, mit ein paar Stützen schräg, damit er ein bisschen nach vorne ragt. Ich denke, der Balkon sieht doch gut aus, aber mir gefällt die Mitte noch nicht ganz. Ich denke mal, da baue ich vielleicht noch was rein. Ich hatte gehofft, mit dem Zeug hier wird das besser. Aber nee, das Problem ist, jetzt die Vorderseite, die steht im extremen Kontrast zu hinten. Weil das sieht eher so ein bisschen modern aus. Das sieht hier eher so alt, klassisch und vornehm aus. Müssen wir mal gucken, wie wir das verbinden. Ah, das ist natürlich ein bisschen interessant. Das ist dann hier ein Haus mit zwei Seiten. Vielleicht habt ihr noch Idee, aber ich glaube, da kommt eh nichts. Ansonsten sieht man sich beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, macht's gut.